Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Sexy Brutal. Ha, ich freue mich voll. So, einen schönen guten Tag. Zwei Sachen eben vorab. Mir ist da ein kleines Missgeschick passiert. Das Missgeschick war so, dass ich nach der letzten Aufnahme, ich wollte ja wirklich Schluss machen, ich dachte mir, aber komm, die Maske willst du noch eben einmal ausprobieren, ne? Ja, und dann bin ich da in, wo war denn die Karte? Ach, Escape. Dann bin ich da in den Raum reingegangen und dann kam schon gleich die Einblendung, was meine nächste zu rettende Person ist. Die Anwendung habe ich jetzt nicht mehr. Er hat auch irgendwie automatisch gespeichert, obwohl ich den Taste abgeschossen habe. Es ist jetzt nichts Lebenswichtiges. Aber ja, wir müssen hier als nächstes ein bisschen Tequila Bell, so heißt sie wohl, retten. Das ist, denke ich mir, die Dame, mit der sich Willow da unterhalten hat. Die Anwendung kann ich euch jetzt nicht nochmal zeigen. Das ist, naja, kein Weltuntergang, aber ich wollte es ja gesagt haben, weil ne, ein paar findige Personen von euch entdecken das ja sonst auch gleich wieder. Wieso steht denn da? Achso, klar, alles klar. Ich habe es länger nicht mehr gespielt. Und es gibt eine kleine Änderung im Zeitplan. Ursprünglich kam das, habe ich das Spiel immer Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag jetzt rausgebracht, weil das war die Zeit, wo Subnautica eben pausiert hat. Jetzt ist Subnautica wieder da. Und ich habe jetzt irgendwie an den anderen Tagen gerade gar nichts Festes. Und von daher würde ich sagen, ändere ich das auf Montag, Mittwoch, Freitag. Ja, und Sonntag kommt halt beides ab. Und ja, dann 14.30 Uhr. Da lasse ich es jetzt bei. Sonst habe ich da Sonntag eine Überschneidung. Na, gehst du runter? Hä? Echt? Wird geladen. Ist ja unglaublich. Gut. Na, nicht schon wieder. So, okay. Also, das heißt für euch, dass ich mich heute ein bisschen sputen muss und dass ihr, weil jetzt ist heute ist ja Mittwoch und dementsprechend ist dann heute schon eine Folge draußen. Das wäre sonst noch nicht der Fall gewesen. Ne? So. Da habt ihr dann ja quasi indirekt auf was von, sag ich mal. So, ich würde ganz gerne, bevor wir hier weitermachen, würde ich eigentlich ganz gerne, wann sterben die beiden denn nochmal? Okay, da ist gerade keiner, aber die kommt ja wahrscheinlich gleich wieder raus, weshalb wir hier einfach mal eben weitergehen. Moment, wir könnten hier eigentlich... Kommt da jemand raus? Ach so, das ist der Raum. Moment, da nebenan ist noch meine Uhr. Obwohl, jetzt ist auch egal, ne? Lass mal gucken, wie viel Uhr sterben die denn nochmal? Ich weiß es nämlich gerade gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich wollte jetzt versuchen, die Einladungskarte erstmal von den anderen beiden zu holen. Und dafür müssen sie auf jeden Fall beide sterben. Z, der hängt da rum, der hängt da rum, der hängt da rum. Jetzt geht sie da rein. Da hängt der immer noch rum. Dann geht er da rein. Na gut, der hängt ja die ganze Zeit rum. Der ist ja auch irgendwann tot. Ich überlege, ob es sich lohnt, die Uhrzeit vorzuspulen oder nicht. Ich versuche das mal, würde ich sagen. Nein. Z. Nein, auch nicht. Jetzt. Aua. Ach, das wollte ich eigentlich nicht gemacht haben. Die als Start festgelegt. Danke, das wollte ich machen. Bis 16 Uhr. Muss ich jetzt durch? Durch die Tür. Nee, durch die wollte ich nicht. Dann gehen wir da rein. Dann gehen wir da hinten jetzt entlang. Mal gucken, wann er abnippelt. Oh, schön. Das ist ja genau rechtzeitig vom Timing her. Boah,
muss mich gerade mal an die Tastenbelegung wieder gewöhnen. Ist der jetzt schon tot oder nicht? Geh doch schon rein. Nee, noch nicht. Der braucht doch noch länger. Der braucht sehr viel länger. Ist Trinity denn schon tot? Er muss noch einige kippen, was? Oh ja, er muss noch einige kippen. Nein, noch steht sie da. Ich gehe mal davon aus, dass sie noch nicht eingesponnen ist. Wir könnten natürlich mal eben kurz gucken. So weit weg ist ja nicht. Das wollte ich jetzt auch nicht zusammenschneiden. Ne? Das machen wir jetzt eben schnell zusammen. Würde ich sagen. Durch. Ich liebe es hier. Nee, noch steht sie hier unversehrt. Und da steht mir doch erst um 20 Uhr oder sowas. Das wird mir gerade auf der Uhr nicht mehr angezeigt. Aber da oben hängt die Spinne schon. Kann man gut sehen. Die braucht mir zu lange, bis sie stirbt. Wir gehen nochmal runter. Ach, dann läuft er ja schon wieder entlang. Ach, da kann ich euch das ja nochmal zeigen. Das ist das mit der... So bin ich damals an den Code gekommen. Sehr schön. Dann haben wir das ja auch nochmal abgehakt. Ich habe den Roulette-Tisch noch gehört. Er ist also noch dabei. Dann warten wir noch mal eben kurz. Bleibt ja nicht aus dann. So, und wie wir dann aber bei Willow... Also solange Willow lebt... Also Willow kann ich die Karte nicht abnehmen, will ich mal so sagen. Das heißt, die Karte muss wirklich irgendwo liegen. Da müssen wir mal gucken, wo wir danach gucken. Und ich komme ja auch nicht an Willows Leiche ran, wenn sie da hängt. Das geht ja auch nicht. Und hier mache ich mir so ein bisschen Sorgen, wie ich an die Leiche rankommen soll, wenn hier der Croupier drin ist. Es sei denn, ich renne mit dem Croupier ein bisschen im Kreis. Und versuche also reingehen, schnell looten und dann abhauen. Das wäre vielleicht die Idee, die ich habe. Vielleicht geht das ja. So, das nächste Glas müsste es ja sein. Oder das übernächste. Clay hilft mir, okay. Jetzt ruft sie gerade. Fast fertig, komm schon. Wir können aber weit rufen, muss ich sagen. Ja komm, den nächsten danach aber. Du schaffst es. Okay, spielen wir. Clay, sie braucht dich, du musst sehen. Er sagt es ja schon die ganze Zeit über zu ihm. Zehn Uhr, das wird eine knappe Kiste werden, ne? Das wird eine knappe Kiste werden. Ich muss da vor 12 rein. Okay. Geh schon. Oh, da kann ich rein. Weil es ein Roboter ist. Das ist gut. Yay! Ja, mach mal weg. Da haben wir seine Einladung. Wenn ich jetzt fix bin, kriege ich noch vor 12 hoffe ich die Einladung von
ihr. Dann muss ich mich jetzt aber beeilen. Komm, mach schneller. Die Zeit rennt. Nicht, dass mich die Spinne holt hier. Yay, eine Einladung aus dem Seidenkokon. Bis morgen. Ja, da spulen wir nochmal zurück. Starten wir den Tag neu. Unser Inventar haben wir ja sicher. Ich habe die Musik ein bisschen laut gerade bei mir. Ich schreie da so ein bisschen gegen an, habe ich das Gefühl. Man mag mir das verzeihen. Ja, die Musik ist cool. Die Musik macht einfach nur Laune. Nee. Da lang nicht. Da lang. Doch, auch. Klar, dadurch. Ja, es ist wirklich überall derselbe Code. So, jetzt mal eben schnell nach oben und dann können wir gleich mal in Ruhe die Einladung uns angucken. Und wir haben noch Zeit bis Willow. Moment, irgendjemand hat mir geschrieben, hier unten gab es irgendwo auch noch eine Stachelkiste, ne? Eine stachelige Kiste gab es doch hier irgendwo. Da war eine, ne? Lass uns da doch mal reingucken. Machen wir das mal eben schnell. Wir haben noch Zeit. Ich glaube, Willow stirbt ja erst so um 5 oder so, ne? Bis dahin haben wir auf jeden Fall Zeit. Ah, ist wohl gerade durch die Tür unten gegangen. Da ist aber viel Betrieb da unten. Ich höre hier aber irgendwie Schritte gleich nebenan. Da ist eine Truhe, genau. Eine große stachelige Kiste mit einem Vorhängeschloss. Müll. Also dafür ist der Schlüssel nicht. Interessant. Schlüssel der alten Gewohnheiten. Nun gut. Dann ist er da halt nicht für. Ach, was macht sie denn da jetzt, Mensch? Jetzt horch ihn schon aus. So, jetzt geht sie da gleich hinterher und in der Verderben. Ich kann dich nicht immer retten, Baby. Jetzt geh schon, trau dich. Los. Verdammt. Das kommt jetzt aber alles ungelegen hier. Kurz warten. Ist er da bald mal raus? Danke. So, sie ist jetzt auch durch die Tür gegangen. Sie hat den Code gerade geöffnet. Und das ist der Schuss aus dem allerersten Level. Ich finde das lustig, dass man die ganzen Sachen immer noch hört. Zum Glück sind die anderen beiden etwas leiser gestorben. 16 Uhr. Da kommen wir dann auch rechtzeitig, was? Das wäre cool, wenn wir in der Folge vielleicht alle hinkriegen. So, wo ist sie jetzt? Ach, sie ist da in dem Raum. Genau in den Raum wollte ich nämlich jetzt rein. Nochmal. Weil der Raum ist ja wichtig irgendwie. Ich glaube, hier muss ich durch, ne? Ja, in den Schrank. Dann warten wir mal eben. Die musste ja gleich rauskommen. Ich glaube, um kurz nach 5 war das. Und dann kommen wir ja in der nächsten Folge. Also vielleicht auch noch Lisa, das wird sich dann zeigen. Dann ja mit der nächsten Lady weitermachen.
Aber das waren jetzt so Altlasten, die wollte ich ganz gerne mal haben. Es stand ja, ihr habt ja auch in die Kommentare geschrieben, ey, well, guck doch nochmal nach den Einladungen, vielleicht kriegst du die ja noch. Und deshalb mache ich das ja. Wo war jetzt den Text nochmal? Vielleicht ist der ja noch irgendwie wichtig. Achso, nee, das ist nur der Hinweis auf die Maske mit den Kerzen. Mhm. Für den Hut so knuffig. Okay. Mir ist der Weg noch nicht ganz so klar. Ach verdammt, ich komme da ja nicht rein ohne das Knochenamulett. Ohne komme ich da ja nicht rein. Aber what the? Das war die Maske, die aktiv ist. Den Talisman, das müssen wir noch eben machen. Aber gut, wir haben ja noch bis 12 Uhr Zeit. Das sollte ja wohl ausreichen. Einmal den hier. Ich komme ja sonst nicht durch die Tür. Das habe ich ganz vergessen. So, ich wollte sie ja jetzt nicht unbedingt beim Sterben stören, aber... Ah ja, das war die Glocke. So, entweder ist hier irgendwo was mit der Einladung. Weil das ist ja ein wichtiger Raum. Aber an der Truhe konnten wir nichts machen. Da kommt ja nicht mehr diese Einblendung, Z oder so. Sonst liegt hier auch nichts rum. Deshalb würde ich ganz gerne nochmal in den großen Raum da gehen. Das ist ja definitiv ihr kleiner, okkulter Palast. Und da weiß ich nicht, ob ich mich da wirklich genau umgeschaut habe. Z. Ja, Z, danke. Mach mal auf jetzt. Weil jetzt, wo ich ihre Maske habe, sehe ich ja vielleicht auch was. Auf dem Tisch sind Kerzen verteilt. Der Bereich scheint für eine Art ungeheures Ritual vorbereitet worden zu sein. Das hatten wir ja schon. Die Bücherregale wurden leergeräumt. Es wirkt, als hätte jemand alles aus dem Zimmer entfernt. Das da vorne ist der Kleiderschrank. Der kleine Guppi stellt sich lediglich als Ableckung heraus. Ein riesiger dämonischer Fisch grinst dir aus dem Tank entgegen. Also, Lafcadia Boom. Spricht der Fisch da? Ich habe etwas für dich. Gib das an unseren alten Freund weiter, okay? Wir sind gar nicht so verschieden, er und ich. Ganz und gar nicht verschieden. Ich werde auf dich warten, Afcadio. Hat der da oben was? Na, das ist doch hochgetrieben eben, oder? Ah. Nee, ne? Echt, da ist die? Okay, geil. Die Maske ist ja fies, ne? So. Jetzt wollen wir doch mal lesen hier. Broschüre, die Gäste. Erst Clay, der Rohling im Anzug. Clay Rockridge war früher Sicherheitschef im Sexy Brutal, ist aber über die Jahre zum Freund des Marquis geworden. Mächtig und furchteinflößend überwachen er und sein sehr viel angenehmerer Bruder, der Chefcroupier, viele der erfolgreichsten und einflussreichsten Abende und Veranstaltungen im Sexy Brutal. Clays Vergangenheit als Preisboxer hat seine Spuren an ihm hinterlassen, aber seine außergewöhnliche Frau liebt ihn, weil sie etwas Tiefgründiges, Gutes in seiner Stimme und seinen Taten sieht, was für sie das Äußere wettmacht. Naja, guck, ein bisschen froschig, ne? Irgendwie, oder? So, die Wille, die Werte Trinity. Die Motte im Mondlicht, das ist immer ein geiler Titel. Die blinde Künstlerin, ach,
Die blinde Künstlerin Trinity Carrington ist eine der talentiertesten Bildhauer der Welt. Der Marquis hat eine ihrer Statuen beim Besuch einer Kirche mit einem anderen Gast gesehen und sie arrangiert, die Skulpturen zu schaffen, die das Sexy brutal zieren. Ihre elegante Arbeit steht im Gegensatz zu ihrem eigenartigen Sinn für Humor und der Kunst, Regeln zu ignorieren. Sie wurde dabei erwischt, wie sie mit ihrem außerordentlichen Tast- und Gehörsinn beim Kartenspielen betrog. In dieser delikaten Situation lernte sie ihren Ehemann Clay Rockwich, Sicherheitschef, kennen. Also hat sie auf jeden Fall gewonnen. Sie hat beim Kartenspielen mit Tast- und Gehörsinn... Das ist ja erstaunlich. Die Flamme im Dunkeln. Der Marquis traf Willow das erste Mal, als er auf der Suche nach einer äußerst ungewöhnlichen Kreatur als Geschenk für seine Frau war. Er wusste sofort, dass sie etwas ganz Besonderes umgab. Willow führte einen Kuriositätenladen in einer Kleinstadt in den Sümpfen. Der Marquis beauftragte sie bald damit, spezielle Artefakte für sein Anwesen zu beschaffen. Sein Instinkt hat ihn nicht betrogen, denn auch wenn sie nie darüber spricht, hat Willow Blue die alte Magie im nahezu königlichen Blut. Sie besitzt dunkle, seltsame Kräfte, mit denen sie sieht, was anderen verborgen ist. Aha! Ja komm, wir starten neu. Den Tag. Und jetzt gehe ich nochmal mit euch eben in den Raum, wo ich auch schon mal drin war. Ach, ich Nase. Ja. Egal, wir gehen jetzt trotzdem hin. Hätte ich mal die andere Standuhr aktiviert. Okay. Macht nix. Doch, macht was. Bin wieder falsch gelaufen. Mal wieder. Wir müssen uns aber sputen, bevor die andere Trollade ankommt. Vorher will ich nämlich durch. Kostet alle so nötig Zeit gerade. Den Schlüssel nehmen wir mal schon mal mit, wenn wir schon mal hier sind. Ich keine Ahnung, wofür ich den noch brauchen werde. Auch praktisch, dann können wir direkt hier durchgehen. Ich weiß, ich habe jetzt noch keine neue Uhr aktiviert. Gehen wir da rein. Entschuldigung. Sind Sie auch hier, um Miss Bell zu sehen? Bitte, lassen Sie sich nicht aufhalten. Nur zu. Nur zu. Nur zu. Das ist cool, dass das noch kam, weil genau das kam bei mir auch. Exakt der Dialog. Und dann kam halt die Einblendung halt, ne? So dieses, was immer so reingeschoben wird. Und danach ist dann irgendwie... Ach, das ist aber schön, dass ich euch das wenigstens noch zeigen konnte. Das freut mich. Ja, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Ich kenne es nämlich auch noch nicht weiter. Ab hier ist dann für mich auch neu. Und ja, dann würde ich mich freuen. Dann geht's hier am Freitag weiter. Bis dann. Tschüss.